Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Willkommen beim Cine Entertainment Talk, wieder bei einem Spezial. Natürlich dreht sich bei mir alles um Jean-Claude Van Damme, die Boiler aus Belgien. Und diesmal habe ich den Florian mir wieder eingeladen. Hey Flo! Hallo Tom, servus, freut mich. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Du weißt ja, um was es sich dreht, natürlich. Und zwar gehen wir natürlich chronologisch weiter, auch wenn Harte Ziele da ein wenig rausgetreten ist. Haha, Wortwitz am Rande, der war schlecht. Aber chronologisch ist natürlich nach Red Eagle, Black Eagle oder wie er auch immer heißt, der mittlerweile drei verschiedenste Namen, kommen wir zu Cyborg. Freust du dich schon? Irgendwie schon, ja. Der Film hat nämlich was. Trotz seiner Schwächen fand ich ihn vor allem als Jugendlicher unglaublich geil. Ich habe den damals ziemlich gefeiert und habe in Gibson. So ein bisschen so ein, ja, Vorbild ist übertrieben, aber der Film hat mich schon beeindruckt. Also ich stehe auch auf Endzeit. Also ja, ich freue mich. Ja, muss ich auch sagen. Also der hat mich in meiner Kindheit, ich glaube, der war tatsächlich dafür verantwortlich, dass ich schlussendlich Van Damme-Fan wurde. Ich bin ja 86er Baujahr und Der kam ja so 89, kam er ins Kino. Das waren so Filme, wo mein Vater auf jeden Fall gesagt hat, ja, das ist so übertrieben alles und wenn da Szenen kommen, ich guck mal, vielleicht halte ich mir irgendwie die Augen zu, hat er nie gemacht. Aber sowas durfte ich dann alles schon gucken und es war einfach nur geil. Muss allerdings auch sagen, dazu können wir ja später noch kommen, einer der wenigen Filme, wo ich echt so ein bisschen für den Antagonisten war, weil der einfach mal so scheiße cool war. Aber zu dem kommen wir natürlich noch. Und also ich liebe diesen Film auch heute noch und finde ihn immer noch toll. Aber dazu kommen wir auch alles später. Wir gucken ja, dass wir so ein bisschen die Chronologie einhalten, wie der Film entstanden ist und so. Weil der ist gar nicht so uninteressant, wie du ja auch schon mitgekriegt hast, ne? Ja, da hast du recht. Eine Frage noch, weil du gesagt hast, du bist 86er Baujahr. Mit wie vielen Jahren hast du ihn ungefähr gesehen? Also ich müsste, auf jeden Fall hatte ich ihn unter 10. Also spätestens mit 8, 9. Aber ich meine zu wissen, weil ich ja zwei ältere Brüder auch habe und mein Vater und alle drei viel Film geguckt haben damals schon. Ich habe den bestimmt, ohne dass es mir bewusst war, schon mit 5 oder 6 gesehen. Oder irgendwie so. Halleluja. Ich habe ihn, 89 habe ich ihn in der Videothek dann natürlich gesehen, nicht im Kino. Und war natürlich ein Videothekenhit, der oft verliehen war. Also es hat ewig gedauert sozusagen, bis ich den dann ausleihen konnte. Oder besser gesagt meine Mutter, weil ich war ja zu jung. Die fand den schon geil. Vor allem das Cover ist schon auch geil. Also das Artwork. Welches fandest du? Also es gibt ja immer zwei. Da gibt es jetzt eine, wo Van Damme halt vor der New Yorker Brücke so die Faust hält. Mit seiner Nagelpistole, ja. Genau. Oder das, genau, mit der Nagelpistole finde ich halt geiler, weil da unten immer noch die Truppe von Fender, die Bösen, landen. Ja, genau. Das meine ich, also das finde ich richtig geil. War, glaube ich, auch das Kinoplakat. Richtig, genau. Das haben sie ja später für die DVD, fürs DVD-Cover abgeändert, was ich sehr schlimm fand. Aber zum Glück gibt es ja heutzutage verschiedenste Mediabooks, wo man sich das Cover aussuchen kann. Was mir tatsächlich ganz spät erst bewusst wurde, also ich habe den circa, ich glaube, bis ich so 2021 war, habe ich den bestimmt einmal im Jahr immer so geguckt und wusste aber gar nicht, das Internet kam dann auf, was der für eine Entstehungsgeschichte hinter sich hat und dass das eigentlich einer der großen Filme ist, wo so viel passiert ist. Also bei Bloodsport war ja schon viel mit damals in der Postproduktion mit Schnitt und so weiter, aber was hier in der Pre-Production abging, das ist ja sehr herrlich, das ist einfach nur wunderbar. Und da würde ich gerne drüber reden. Also viel steht ja auch schon in der Kritik. Hier wird es dann ein bisschen ausführlicher sein. Oder wer keine Lust hat zu lesen, kann sich das denn hier anhören. Da wird natürlich vieles dann wiederholt. Wie bist du denn vertraut mit der Geschichte um Cyborg? Ja, sicher nicht so stark wie du, glaube ich, weil ich Slinger, das ist ja die Version, die Wunschversion des Regisseurs Albert Pyne, ich nie gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie mich interessiert hat, trotzdem wollte ich das Geld irgendwie nicht ausgeben, habe da mich immer drum gedrückt um das Mediabook, oder? Glaube ich, gibt es da sogar. Du kannst dir halt, also es gibt es auch in der normalen Fassung, aber die ist sehr, sehr hässlich und das Mediabook ist halt, also für ein Mediabook, das ist ganz oft im Angebot, so für 15 Euro oder sowas. Und hat ein sehr, sehr, ich glaube, das Cover B oder so, das habe ich mir auch geholt, ein sehr, sehr schönes Cover.
Also sieht wirklich geil aus und ist eigentlich das Beste an der ganzen Version. Ja, da muss ich es vielleicht doch nochmal irgendwann mir besorgen. Aber ja, zur Geschichte, Entstehungsgeschichte als Canon-Fan, also des Studios, kenne ich da einige Geschichten natürlich schon über Cyborg, weil es, ja, der hängt ja auch stark zusammen mit dem Niedergang von Canon, weil es ist ja der letzte Kino-Release in Amerika gewesen eines Canon-Films. Richtig. Offiziell. Und ja, da merkt man ja schon, dass der Film sicherlich Budgetprobleme hatte. Ist halt das Problem, also es nervt mich immer ein bisschen, wenn viele sich da auskennen und dann schwingt schnell der Satz von wegen Cyborg ist schuld am Untergang. Aber so stimmt's natürlich absolut gar nicht. Also um zum Ursprung zu kommen, das Lustige war, dass Canon eigentlich, denen ging's gerade nicht so gut finanziell, aber die hatten halt zwei fette Lizenzen. Das war die von Marvel für hier Mutor 2, Masters of the Universe 2, wo sie mit Dolph Lundgren, naja, keinen Riesenerfolg hatten, aber es war eine Marke. Und damals war He-Man immer noch ganz groß. Und ich meine, in der Spielzeugindustrie quasi ist He-Man heute immer noch sehr groß. Und damals war halt der absolute Hype. Und zusätzlich hatten sie noch Spider-Man. Jetzt muss man wissen, es war Ende der 80er. Es gab nur Superman als guten Kinofilm. Burton's Batman war noch 89, ein, zwei Jährchen weg. Und sie hatten halt Spider-Man, die Lizenz. Ich weiß nicht, was da für ein Film draus geworden wäre. Auf jeden Fall nicht so ein Highlight, glaube ich, wie heute es Marvel darstellt mit seinen Comic-Verfilmungen. Das wird schön jemand gewesen sein, denn der am Seil irgendwie hochklettert und die Kamera nur gedreht wird, wie bei den alten Batman-Serien. Ich denke, sie hätten sogar noch die aus den 70ern unterboten. Ja. Denke ich halt tatsächlich auch. Also hier Spider-Man gegen den goldenen Drachen und so. Ach, ja. Schöne Kindheitserinnerung. Und naja, jedenfalls hatten sie die beiden und haben beide Filme in die Postproduktion geschickt und wollten natürlich Geld sparen und haben gesagt, okay, bei uns sieht es ein bisschen schlecht aus, drehen wir die mal beide gleichzeitig. Und Albert Pyun, wie er auch immer ausgesprochen wird, wurde rangeholt als Regisseur, um die zu drehen. Und da wurde dann insgesamt 2 Millionen in beide Projekte gebuttert. Und natürlich sollten die Locations von dem einen auch beim anderen genutzt. Und wer Canon kennt und die beiden Jungs hier, Menahem Golem und, wie heißt er, Globus? Richtig. Die beiden haben natürlich probiert, überall Geld zu sparen, wo es nur ging. Natürlich wurden da Kostüme, Locations, alles für beide Projekte genutzt. Auch die Story von He-Man 2 wurde probiert mit so wenig Budget, da sieht man es schon. Skeletor sollte auf die Erde kommen oder fliehen, die mittlerweile nur noch ein Moloch ist, quasi Endzeit und da gibt's nichts mehr. Und wahrscheinlich so, dass es einfach schnell in der Wüste drehen konnten. Und ja, der sollte sich da aufschwingen zu dem na, einflussreichsten Menschen der Welt und so denn sein Machtregime vollenden und He-Man kommt dann auf die Welt und rettet den ganzen Tag und bla und Keks, dieser ganze Schwachsinn. Jedenfalls gab es dann aber das Problem, dass die Gelder nicht gezahlt werden konnten. Und natürlich sind Mattel und Marvel schon damals keine Jungs gewesen, mit denen man es sich verscherzen sollte. Und die haben ganz einfach die Lizenzen wieder eingezogen. Die eine ein bisschen früher als die andere, aber da will ich gar nicht irgendwie, ich verwechsel die beiden immer, welche sie zuerst verloren haben. Die haben dann an einem Projekt noch ein bisschen länger arbeiten können, aber die war dann auch weg. Ja, Spider-Man haben sie zuerst verloren. Also Marvel hat zuerst zurückgezogen und danach eben Mattel mit Masters of the Universe, was sie natürlich zurecht gemacht haben. Weil du gerade sagst, ja klar, 87 war das ja, ziemlich nach dem ersten Masters, sie haben ja direkt das dann gleich in die Wege geleitet. Und da hatte ja Canon eben diese paar Flops, diese Großproduktion, wo sie gesagt haben, jetzt wollen wir bei den Großen mitspielen, jetzt wollen wir dann Major werden. Und wir haben da ein paar große Produktionen wie Superman 4, Over the Top und Masters of the Universe. Und sie alle werden 100 Millionen Dollar Hits und leider ist keiner was davon geworden. Einige haben sich zumindest mit dem Videomarkt rentiert, also zum Beispiel Master of the Universe hat sich finanziell anscheinend schon rentiert, aber ja, Superman 4, glaube ich, besonders gefloppt ist der. Und das heißt halt schon was. Damals gab es Internet noch nicht und wenn sich da schon so schnell rumspricht, wie scheiße Filme sind. Und der Superman 4, ich habe den auch in meiner Sammlung, ein Trash-Fest sondergleichen. Ja. Der ist so wunderbar scheiße, dass man sich den gerne anguckt. Also das ist für mich der Inbegriff von Trash. Also wie man eine große Marke, die mit einem wundervollen ersten und zweiten Teil im Director's Cut
begonnen hat, in so eine Scheiße zu verwandeln, ist einfach wunderbar. Das ist geiler Trash, weil es ist nicht bewusst als Trash gedreht wie Sharknado oder so, sondern die haben genau. Das schon alles ernst gemeint. Ja, das ist Schöne. Allein, aber die haben halt auch Gene Hackman dazwischen und Christopher Reeve ist halt immer noch Superman und dann kommt dieser Bösewicht in seinem goldenen Strampelanzug und die kämpfen auf dem Mond. Und, ach, dass er alle Atombomben in ein Netz packt und es ist einfach so wunderbar geil. Ja, ist es auch. Aber wir kommen vom Thema ab. Trotzdem, genau, also macht auch Sinn, dass sie He-Man später verloren haben, weil man sieht halt die Einflüsse im Cyborg immer noch krass. Also man kann sich schon vorstellen, wie die Version ausgesehen hätte von Masters of the Universe 2. Weil wenn man die Story sich mal einprägt so ein bisschen und dann die Kostüme und Locations sieht bei Cyborg, ich glaube schon, dass der genau so ausgesehen hätte. Halt nur nicht so brutal wahrscheinlich. Aber wichtig zu wissen und auch einfach interessant. Und genau, dann waren die an dem Punkt, wo sie eigentlich alles in den Giftschrank sperren wollten, sagen, okay, scheiße, haben wir 2 Millionen verloren. Was machen wir jetzt? Und der Regisseur, Püren, man, wie wird er ausgesprochen? Ganz ehrlich, verdammte Asiaten. Keine Ahnung, ich sag immer Pein, warum auch Pein. Immer. Okay, ich sag Püren, dann sagst du Pein, nur damit die Leute Bescheid wissen. auf jeden Fall hat Albert den gesagt. Ja, genau. Hat Albert gesagt, dass wenn sie ihm 500.000 Budget noch zubuttern, er um diese Locations und um das ganze verlorene Geld, kann er eine Geschichte schreiben und dreht dann auch einen Film dazu. Nach ein bisschen Überlegen haben sie gesagt, ja, gut, okay, machen wir. Wir sind eh kurz vorm Untergang wahrscheinlich, dürfen sie sich gedacht haben, vielleicht retten wir noch was. Und es war Slinger geboren. Und weil keiner weiß, was ein Slinger ist, also was ich ein bisschen komisch finde, weil selbst ich als kaukasischer Marzahner-Wessi weiß, dass ein Slinger wahrscheinlich von Gunslinger herkommt und die wahrscheinlich Cowboy-Western-Thematik meinen. Aber gut, haben sie gesagt, okay, wir wollen, dass das Ding Cyborg heißt, weil jeder weiß, was ein Cyborg ist, kommt gut an, nehmen wir. Allerdings wollte Albert eigentlich Chuck Norris haben. Und ganz ehrlich, Chuck Norris, ich kann ihn mir schon irgendwie darin vorstellen, aber wahrscheinlich ist es das Thema dafür, werden mich jetzt vielleicht ein paar hassen, Chuck Norris habe ich noch nie gemocht in Filmen. Der war nie ein Held, den ich cool fand. Der war immer so, ja, er sah halt nicht gut aus, hat seinen Bart und irgendwie hat er keinen eigenen Stil gehabt. Irgendwie war er für mich immer so ein bisschen stillos. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Van Damme reinkommt. Die wollten nämlich den aufstrebenden Star, der mit Bloodsport einen wahnsinnigen Erfolg hatte, wollten sie haben und haben ihn auch gekriegt. Weil er konnte sich entscheiden zwischen Delta Force 2, American Fighter 3 oder Cyborg. Oh Mann, das ist auch die Arschkarte, ne? Aber wirklich, ey, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wie Sharknado 5, Frankenshark 3 oder Avatar 2. So ähnlich. Also ich hätte mich, glaube ich, auch für den Film entschieden, da wo keine Fortsetzungszahl dahinter steht. Also. Genau, da kann man immer noch drauf hoffen, vielleicht kann ich damit was Eigenes Gutes schaffen. Aber wie es rauskam, Van Damme ist ja selber nicht so der größte Fan von Cyborg im Nachhinein. Ja. Und dann wurde das Ding zusammengezimmert und jetzt könnte man sagen, hey, ist es ja wenigstens noch was geworden, kam der Film raus, den wir heute kennen. Nee, da kam nämlich richtig geile Scheiße bei raus. Ist ja auch bekannt, ne? Was danach so erstmal noch passiert ist? Nicht alles, du kannst mich gerne aufklären. Sehr schön. Damals war es ja, wie heute eigentlich noch, gab es ja Test-Screenings. Ausgewählte Leute werden eingeladen, die sich den Film angucken würden. Natürlich bekommen die, also schön ist immer, wenn man von heutigen so Test-Screenings die Berichte hört. Zum Beispiel von dem Star Wars oder dem neuen Guardians of the Galaxy 2, wo denn alle, die kommen, die kriegen ein Präsenttütchen, die bekommen Hotel bezahlt, die kriegen das und ist ja ganz komisch, dass die denn alle sagen, dass es der beste Film ist, den ich je gesehen habe. Deswegen, auf Test-Screenings kann man heute einen richtig fetten Haufen setzen. Das heißt gar nichts. Also wenn ihr da irgendwas lest von wegen, oh, 100 von 100 Leuten haben gesagt, der geilste Film, den Marvel hier rausgebracht hat oder weiß ich wer, scheiß drauf. Das heißt gar nichts. Da hängt so viel Marketing hinter, die werden so beschenkt, die werden wirklich gekauft. Ja, die kriegen Puderzucker in den Arsch geblasen. Ja. Aber 100 pro und das ist nicht mal gutes Koks. Das ist richtig. So, auf jeden Fall, damals aber Canon wahrscheinlich konnte es, hätte sie, egal, auf jeden Fall hat das Test-Screening
Eine Person hat ihn positiv bewertet und die haben mitgekriegt, dass es pure Scheiße ist. Weißt du das? Das eine war, hat man ja das ist tatsächlich so bei IMDb hinterlegt als unterlegtes Trivia und nicht als Mutmaßung. Wahrscheinlich war das Pein selber oder Albert. Albert. Der Albert, der hat sich reingeschmuggelt. Auch wenn es nicht stimmt, auf jeden Fall kam der sehr negativ weg. Und wer jetzt glaubt, okay, Cyborg ist doch so schlimm, du auch nicht, muss jetzt wissen, dass die Version, die wir heute als Cyborg kennen, noch lange nicht die Version war, die damals produziert wurde. Denn Albert wollte eigentlich früher, das war seine Intention, und der ist er auch so ein bisschen nachgekommen, obwohl Cannon gesagt hat, nein, so wollen wir den Film nicht. Er wollte nämlich einen schwarz-weiß Western in der Endzeit, in dem nicht geredet wird und unterlegt mit Metal-Mucke. Das war seine Intention und die haben gesagt, ey, spinnst du, geh mal nach Hause. So nicht. Und er hat aber trotzdem bei der Version, die er umgesetzt hat, trotzdem probiert, das so ein bisschen reinzubringen. Zu der Version kommen wir aber später, ich gehe da noch ein bisschen drauf ein, auf jeden Fall war das erstmal eine andere Version und dann haben die auch gesagt, ey, nee, Cyborg ist nichts geworden, sperren wir weg. So, Van Damme, mit seinem Selbstbewusstsein, welches er aus Bloodsport hatte, hat gesagt, okay, wie bei Bloodsport, der ja in der ersten Version auch Grütze gewesen sein soll, hat gesagt, okay, gebt mir 2 Monate und ich schneide euch das Ding um. Haben sie gesagt, okay, ist sowieso alles im Arsch, schlimmer kann es nicht werden. Gebt dem Jungen 2 Monate. Und dann hat er die Version, die wir heute kennen, Cyborg, hat er geschnitten. Und wer Slinger einmal gesehen hat, davon gibt es ja auch noch eine wieder andere Version, das sind sehr vieles hin und her. Albert verkauft diese Urversion, verkauft er persönlich und vertreibt er im Internet. Das ist die sogenannte Misery-Version. Es gibt aber zurzeit in Deutschland auch auf Blu-ray zu kaufen eine Slinger-Version, die schon dieser Version sehr, sehr nahe kommt. Und wer die einmal gesehen hat, oh Gott, ey, ich danke Van Damme für seine Schnittarbeit. Ich küsse ihm die Füße, weil das ist so eine Scheiße. Das glaubst du nicht. Im Off-Kommentar, wenn Fender da spricht, dann sind es halt keine Piraten mehr. Das sind Satanisten und die reden andauernd von der Hölle und dann kommt Metal-Musik, die sowas von gar nicht passt und die so scheiße ist und der ganze Schnitt, die Szenen, die auf einmal drin sind, sind so kacke. Also so dilettantisch geschnitten. Also ganz ehrlich, das wäre ein Film 1 von 10. Höchstens. Mich wundert es aber eigentlich, weil ich glaube, es ist das Debüt Radioactive Dreams mit Dudikoff von Albert Pine. Oh, ja. Der ja gar nicht, ich meine, der ist auch leicht durchgeknallt, klar, aber der wäre jetzt nicht so ein Schrott, dass ich wirklich geglaubt oder wirklich dran gedacht hätte, dass er dann so einen Schmarrn macht. Also klar, ich verstehe es auch nicht, also ambitioniert darf man ja ruhig sein. Ja, ja klar. Auch wenn natürlich die Frage sich stellt, wenn man bei Cannon unterschreibt, müsste man eigentlich wissen, vor allem vordergründlich für einen Actionfilm mit Van Damme, was die beiden Go-Go Boys oder Golang und Globus, die Produzenten, die Herrscher, erwarten von einem. Ne? Also es wundert mich schon, dass es dann da zu einer Diskrepanz kam. Wobei die beiden haben ja oft die Regisseure auch in Ruhe gelassen, haben sich dann die Version angeschaut und dann haben sie erst reingeprügelt. So war es in jedem Fall. Aber ja, ich habe schon gelesen, er verkauft immer, er stellt sich so eine Version vor wie The Road, ne, von John Hitchcock mit Viggo Mortensen. Naja, gut, also da ist er meilenweit davon entfernt. Ja, ja. Also ich habe schon überlegt, weil Albert die Version wohl für rund $30 verkauft er die wohl auf einem Rohling ganz normal selber gebrannt und signiert die aber auch. Und ich habe schon überlegt, einfach als Fanservice, ob ich mir die auch noch einfach ins Haus hole, weil es ist ein angenehmer Preis für so ein Fan-Ding. Aber wenn ich gesehen habe, was da halt, und es soll auch wirklich nur VHS-Qualität sein, aber würde ich gerne sehen. Aber du siehst auch am Ende von der Slinger-Version, da kommt dann aus dem Nichts so ein ganz, ganz schlecht animierter, nackter, weiblicher Cyborg irgendwie, der wirklich aussieht wie PlayStation 1 Zwischensequenz-Grafik. Also da passt nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein guter Film draus geworden wäre, weil Van Damme ganz klar alle Handlungsebenen, die er wirklich nicht braucht, jeden Dialog, der die Story nicht vorantreibt und nicht zur nächsten Action-Szene ranprescht, die nimmt er halt absolut raus. Und es ist halt das Richtige, weil der Film, der ist kein Meisterwerk,
Der ist kein groß angelegtes, episches irgendwas. Der ist halt ein Action-Klopper. Und den muss man nicht aufplustern. Von daher richtige Entscheidung, aber die Version sollte man sich eigentlich, wenn man kein großer Fan ist, braucht man die nicht, weil das Problem ist, dass diese zwischeneingefügten Szenen, die sind halt nur in SD und wechselt wirklich im Sekundentakt dauernd HD, SD. Boah, und die SD-Versionen haben auch noch ein anderes Bildformat. Also, und das geht halt gar nicht. Da kriegst du Augenkrebs. Das Einzige, was halt wirklich gut ist, ist, dass auf einer Bonus-Disc ist als einzelnes der Audiokommentar deutsch untertitelt. Und da laufen im Hintergrund nur Bilder, nicht mal der Film. Und dieser Audiokommentar ist wirklich Gold wert. Was man da über die Dreharbeiten herausfindet, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist Wahnsinn, dass da irgendeine Produktionsfirma oder so nicht mal zwischengegrätscht ist, weil er sagt schon sehr, sehr, sehr viel Negatives. Er sagt auch am Anfang, er hat mittlerweile damit seinen Frieden gefunden, deswegen kann er darüber so reden. Und das merkt man halt auch, dass er das jetzt erst konnte, weil ich glaube nicht, dass früher das wer zugelassen hatte, dass so ein Audiokommentar da bei dem Film erscheint. Oh, da lohnt sich fast schon für den, ne? Ja, ja, absolut. Auch wenn es natürlich immer aus seiner Sicht ist und ob da nicht vieles überspitzt von ihm dargestellt wird oder auf die Wahrheit beruht, weiß ich nicht. Also da gibt's, also können wir ja später zu den einzelnen Szenen, weil ich gleich mal zu der Meinung zum Film jetzt an sich kommen wollen würde. So Anekdoten können wir ja später dann zu kommen, nachdem wir die Szenen und den Film besprochen haben. Ja. Deswegen, du hast ihn jetzt nochmal gesehen in Kürze. Ich habe ihn das letzte Mal, ich glaube, von einem halben, dreiviertel Jahr gesehen, kenne den aber halt mittlerweile ziemlich auswendig. Was sagst du? Ich habe ihn gestern erst gesehen, okay. Gut vorbereitet. Der Film dauert ja nicht allzu lange, deswegen ging das mal nebenher. Ich glaube, auf Blu-ray 86 Minuten, auf DVD 83 Uncut, die Cyborg-Version vom Van Damme und Shaden Lettick, oder? War, glaube ich, der Mitschneidermeister vom Van Damme, der den Film bearbeitet hat. Und ja, ich habe ihn nach Jahren wieder gesehen. Ich habe ihn ja als 14-Jähriger gesehen, fand ihn da ziemlich geil. Dazwischen mal wieder gesehen und war auch nicht enttäuscht. Und gestern, muss ich sagen, sind mir dann doch mit kritischem Blick einige Schwächen aufgefallen. Trotzdem. Ach, Florian. Trotzdem vorweg natürlich gleich, der Film ist eine Trashperle vom Feinsten, wie viele es kennen. Nein! Ich lasse bei diesem Film das Wort Trash nicht zu. Außer bei einer Figur. Das, nein. Ach, du musst Trash zulassen, weil also allein verdammt Schauspiel, fangen wir mal bei dem an. Du hast es ja erwähnt, Pine oder Albert wollte ja schon ein bisschen was Ambitionierteres. Mit ein paar Rückblenden wollte er den Charakter des Hauptdarstellers, des Helden, des Van Damme-Helden Gibson Rickenbacker. Sehr, sehr geil übrigens, dass die im Original, also so spricht, er spricht im Audiokommentar den Namen wirklich Gibson Rickenbacker. Also der wird nicht so verenglischt oder veramerikanisiert, sondern wirklich Rickenbacker. Ja. Okay. Ja, er backert sich auch durch die Gegnerscharen. Also ja, verdammt Schauspiel, die Rückblenden nehmen. Die fand ich zum Beispiel störend, auch schauspielerisch eben zum einen, weil Van Damme hier wirklich noch teilweise diesen Gesichtsfasching vom Bloodsport abzieht. Also es ist nicht so übertrieben wie bei Bloodsport im Endkampf, wo er da das Zeug ins Auge kriegt und dann wirklich die Augen verdreht. Aber wenn er hier versucht, traurig zu schauen und so, naja. So. Ja, es sieht immer so ein bisschen aus, als wenn er kacken muss und nicht gerade weg kann. Richtig, genau. Also das bringt er nicht so ganz hin. Zudem die Frisur. Also er schaut aus wie einer von den Jungs von der Kelly Family. Er sieht wirklich so, mich hat der immer so erinnert, wenn man so ein Anime guckt, wo irgend so ein Typ mit Kampfstock und dann aber so einen langen Zopf hat und so. Das wirkt so, in einer Anime-Verfilmung hätte das schon gut gepasst. Also man sieht auch, dass es eine Mütze ist. Ja, absolut. Also hätten sie auch einen Hut aufsetzen können. Ja, also. Ja, tatsächlich. Und es ist auch witzig, wo du das gerade erwähnst, dass halt Albert sagt, dass das mit Van Damme ein recht schweres Arbeiten war, weil er wirklich darauf konzentriert war, wie wirkt er optisch in der Szene. Er hat immer diese Poster-Shots im Kopf. Er hat wirklich ganz viele Szenen versaut, weil er nicht darauf geachtet hat, wie er redet, sondern wirklich, dass er gerade heroisch steht, während er das sagt. Und so eine Sachen, da siehst du mal, wie mit welcher naiven Überzeugung er als Schauspieler sich damals gesehen hat. Also ich meine, ist ja bekannt, dass er mega, mega von sich überzeugt war und optisch, mir fehlt gerade ein Wort, aber du weißt, was ich meine. Er dachte schon, er ist der Geilste. Arrogant ist er natürlich auch. Sein Selbstbild ist ja, richtig, ja.
Also da hat sich erst in den letzten 10 Jahren sehr stark was geändert bei ihm. Gut, dass es damals noch nicht diesen Selfie-Wahn gab, weil. Oh Gott. Oh Gott, es gäbe eine eigene Internetseite, die einfach nur verdammt Selfie heißt. Ja, das wäre jetzt so, glaube ich. Also ich folge ihm ja auf Facebook, bin ich.